Grüß Gott. Ich möchte zuerst Karl Nehammer danken, dass er sich aus der Politik rasch zurückgezogen hat, damit ihm der erfolgreiche Weg fortgesetzt werden kann. Und ich habe ihn kurz unterstützt. Wie wir sehen, war es auch die richtige Entscheidung. Denn, weil ich ihn gut kenne, er ist einer, auf den man sich nicht verlassen kann. Es ist ja so, dass der neue Regierungschef und Bundesparteiobmann im Konsens mit den Ländern mit uns das Gespräch geführt hat. Das ist selbstverständlich. Er hatte 210 Millionen Euro für Österreich zur Verfügung gestellt. Aber es war von ihm niemals die Absicht, dass er gewaltig im Fokus steht. Und man muss schon vorsichtig sein, wenn man Karl Nehammer zu viel einsperrt. Das sind schon psychische Belastungen. Und dann geht es auch in die richtige Richtung. Und so wurde ein Mittelweg gewählt, den ich auch befürwortet habe. Das Gegenteil ist der Fall. Als Tiroler Landeshauptmann ist es meine Aufgabe, mit aller Kraft und Konsequenz zu verhindern, dass wir Verhältnisse wie in Teilen Italiens bekommen. Also wir sind in Tirol immer vorausgegangen. Und ich möchte einen Gesamtzusammenhang herstellen. Unbestritten wird es doch sein, dass in Tirol dieses Frauenbild, was wir haben, unglaublich peinlich ist. Da braucht man hier nicht etwas schönreden. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugendzeit, dort hat es 5-Uhr-Tee geheißen. Nach dem Skifahren hat es geheißen 5-Uhr-Tee. Da habe ich auch nicht immer nur Tee getrunken. Aber schon als ich Bürgermeister war im Jahre 1989, habe ich über 3500 Frauen mit hineingenommen. Und das hat uns allen gut getan. Das habe ich gemacht damals. Da habe ich mich massiv eingebracht. Und jetzt haben wir 10. Dieses Regime hat uns niemand zugetraut. Und es ist wohl die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich lasse die Frauen nicht im Stich, im Gegenteil. Tirol ist sehr stark betroffen. Weil meine Sorge war, dass dann wieder 150.000 Frauen nach Tirol kommen und unter Umständen politisch tätig sind. Und diese Isolation Tirols, weil die Frau Kommissarin hier doch einige Äußerungen gemacht hat, das war meine schwierigste Entscheidung. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die ich mir nicht schlecht reden lasse. Und mein Frauenbild ist ganz klar. Aber man muss sagen, sie arbeiten gut, aber Frauen denken oft ganz anders wie Männer und wer das tut, muss bestraft werden. Ich halte es mit Udo Jürgens. Im Nachhinein schaut die Welt auch etwas anders aus. Das Buch von hinten zu lesen ist dringend notwendig. Auf mehr Fiedel legt sich ein sehr lustig, nicht nur froh, dass er so ein Wasser auf dich wartet, nicht waschen, er nicht kann, aber